Der Startnummer 36 aus dem Baujahr 1963. 93 PS und 1782 Kubikzentimeter. Helmut Bohn mit Benjamin Bohn. Ist das der Tiger, der da hinten drin sitzt, der Benjamin? Ich finde ihn mehr. Wie heißt der? Uti? Ach so. Ja, Franz, richte dir mal ein bisschen. Helmut Bohn, wo hast du deinen Beifahrer gelassen? Der ist schon zu Hause. Lag es an der Federung, lag es am Fahrstil oder lag es am Hunger? Am Hunger. Schön. Bitte? Ah, ein Esso-Tiger. Ja, als wärst du nur zu der Esso-Tankstelle und guckst natürlich, dass du noch ein bisschen Sprit hier im Sprit kriegst. Ne? Und funktioniert nicht, ne? Also, das Fahrzeug wurde ca. 2 Jahre restauriert. Da hat man lange dran rumgeschraubt und befindet sich im Originalzustand, meine Damen und Herren. Einmalig in Deutschland, wenn ich das hier so richtig lese. Erbaut wurde er Ruska Werken in Amsterdam in den Niederlanden. Es wurden 10 verschiedene Modelle davon gebaut, 1965, 1980. Alle auf einem Volkswagen-Chassis aufgebaut mit einem VW-Motor. Von dem Regina-Modell wurden insgesamt nur 38 Stück gebaut. Die Chassis wurden sandbestrahlt und abhängig vom Modell verkürzt oder verlängert. Der sieht mir sehr lang aus. Aber es kann auch das kurze Modell sein. Nein, das ist ein langes, das sieht man. Dankeschön. Karosserie wurde alle von Hand an Fiberglas angefertigt. Aus diesem Grund sagt man, dass die Firma Ruska der letzte Autobauer der Niederlande war. Ich hoffe, das habe ich so richtig wiedergegeben. Schön, dass du dabei gewesen bist. Liebe Grüße an deinen Beifahrer und ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen mit diesem tollen Gefährt. Dankeschön. Einen dicken Applaus für dieses selten anzusehende Fahrzeug. Schön. In der Nähe von der Krise würde ich dann aber auch nicht machen. Das könnte Probleme geben. Kannst du nochmal hupen? Helmut, hup nochmal. Dankeschön. So, nun meine Damen und Herren, der Stand Nummer 40, ein Triumph Spitfire MK4 1500 aus dem Jahr 1976. 69 PS bei 1474 Kubik. Eckart Wiese aus dem Kamen und Jens kann jetzt nicht ganz sein, aber gut, das ist der Beifahrer, der mir genannt worden ist, das lassen wir außen vor. Der Triumph Spitfire ist ein in England hergestelltes Fahrzeug der Kategorie Roadster. Man kann es auch sehen, ne? So ein Roadster. Der Spitfire, von Fans auch Spitty genannt, wurde von 1962 bis 1980 gebaut. Der 1500er, den Sie jetzt hier sehen konnten, wurde von 1974 bis 1980 produziert. Im Jahr 2014 waren rund 3200 Spitfire in Deutschland zugelassen. Davon gibt es aber nicht mehr 3200, ganz sicher nicht. Dieses Fahrzeug wurde um die Jahrtausendwende von einem Essener Kfz-Händler grundlegend restauriert. Also wirklich, wirklich Spitzenzustand, meine Damen und Herren. In dem jetzigen Zustand ist der Spitty seit 2013 stolzer Besitzer hier von Eckart Wiese aus dem Kamen. Und da freut er sich, hat ein bisschen Grinsen im Gesicht, ne? Ah, schönes Ding. Komplett restauriert, wer freut sich darüber nicht? Keine bösen Überraschungen im Holm. Oh nein! Aber schön Wiener, ne? Nach jedem Regen, ne? Am Regen wird ja sowieso nicht ausgefahren, aber wenn es mal ein bisschen nieselt, dann 2 Stunden mit Lappen in der Hand wird die Felgen sauber gemacht. Zu beneiden nicht, aber um das Fahrzeug umso mehr. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht auch nächstes Jahr wieder. Daumen nach oben. Franz, nagel die direkt fest. Alles gut. Dankeschön. Ja, die Anmeldeformulare, ne? Ich bin ja schon für nächstes Jahr im Verkauf. Franz, ich bin schon für nächstes Jahr die ganze Zeit im Verkauf. Wo sind die Anmeldeformulare? Direkt schon reinlegen, direkt abpassieren. Vier Berge. Frühbucherarbeit. Da nageln die dich leicht drauf fest, meine Lieben. Startnummer 26, auch ein Opel GTE aus dem
1969er Baujahr mit 90 PS und 1956 Kubikzentimeter. Markus Brent und Alexandra Brent sitzen hier in diesem Fahrzeug. Ja, wie ich lese, ist das Fahrzeug aus erster Hand. Das ist toll. Schön. Der GT besitzt einen Breitbau-Umbau der Firma Lexmaul. Nach einem Kabelbrand, oh, das ist ganz bitter. Nach einem Kabelbrand im Innenraum wurde das Fahrzeug in Eigenleistung 1992 wiederhergestellt und auf die Straße gebracht. Seit über 25 Jahren Besitz des Fahrers und dafür auch nochmal einen dicken, dicken Applaus. Ja, das ist schon bitter, ne? Also mit dem Kabelbrand, das ist bei den Fahrzeugen ja schon zwischendurch mal passiert, aber dass euch die Mühe geht, das Ding wieder aufzubauen, unfassbar. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ein dicker Applaus für Markus und Alexandra.